Hallo und herzlich willkommen zur Froscon. Heute beginnen wir im HS4 mit dem Vortrag Vorbereitungsgrad von Open Source Unternehmen Software von Rezan Khedir. Viel Spaß damit. So, guten Morgen und Entschuldigung für das lange Warten. Dann willkommen zur Präsentation zum Thema Verbreitungsgrad von Open Source Software. Das basiert auf meiner Bachelorarbeit, die ich vor kurzem abgegeben hatte. Genau, ich gehe kurz darauf ein, ich gehe kurz auf die Ausgangssituation, die Problemstellung ein, auf die Zielsetzung, die Vorgehensweise, welche Methoden ich angewendet habe, dann meine wichtigsten Arbeitsergebnisse, dann kurz auf die kritische Diskussion und dann auch schon zur Zusammenfassung und den Ausblick. Die Ausgangssituation, es ist so, dass Open Source Software heutzutage die Digitalisierung echt auch vorantreibt und im Bereich Infrastruktur und Unternehmenssoftware die Verbreitung auch sehr stark zugenommen hat und vor allem auch jetzt durch die Corona-App, was ja auch jetzt Open-Source-Software ist, hat es auch nochmal sehr starke Verbreitung gefunden. Zu der Problemstellung, ja, Open-Source ist, wie gesagt, sehr stark verbreitet und mittlerweile auch ein sehr wichtiger Bestandteil geworden, vor allem auch im Bereich der Softwareentwicklung. Meine Hypothese hier ist, wie stark der Verbreitungsgrad von Open-Source-Unternehmenssoftware denn überhaupt zugenommen hat. Da war die Zielsetzung hier, die Analyse des Verbreitungsgrades von Open-Source-Unternehmenssoftware mit Fokus auf ERP, BI, BPM und Workflow-Management, CRM, ECM und Projektmanagement. Genau, zur Vorgehensweise, wie bin ich denn vorgegangen? Ich habe im Stand der Forschung die wichtigsten Begriffe, unter anderem die sechs Software-Systeme und die Lizenzen erklärt. Dann bin ich auf die Methodiken eingegangen, also welche Methoden habe ich angewendet, dann habe ich die Methoden in Kapitel 4 angewendet, Kapitel 5 war die kritische Diskussion und Kapitel 6 war dann auch schon die Zusammenfassung und der Ausblick. Welche Methoden habe ich angewendet? Ich habe Literaturrecherche angewendet, ich habe eine Umfrage durchgeführt bei Kunden, Anbietern und Communities und zum Schluss hatte ich auch zwei Experteninterviews, die ich durchgeführt wurden. Genau, die Arbeitsergebnisse der Literaturrecherche. Die Literaturrecherche so hat gezeigt, dass Open Source mittlerweile ein sehr wichtiger Bestandteil in der Softwareentwicklung geworden ist und dass eben auch immer mehr Unternehmen mittlerweile auch mit Open Source Software arbeiten. Open Source wird in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, jetzt nicht nur im IT-Bereich, sondern beispielsweise auch in der Elektrotechnik oder in der Versicherungsbranche. Mittlerweile ist es halt auch so geworden, dass viele Unternehmen die alte Software wirklich durch Open Source Software einfach ersetzen auch. Und Open Source bietet den Unternehmen auch wirklich auch Freiheit und diese Agilität auch einfach an. Die Recherche hat auch gezeigt, also jetzt basierend auf die Bitkom-Umfrage, dass ein Großunternehmen jetzt in Deutschland auch Open-Source-Software nutzen und auch künftig viele Unternehmen dabei auch mehr Klein- und mittelständige Unternehmen zu Open-Source-Software wechseln. Und es ist halt auch so, dass die Unternehmen meist auch gar nicht bemerken, dass die Open-Source-Software anwenden. Der Grund für die Nutzung ist meist die Anpassbarkeit und die Kosteneffizienz, was die Software bietet. Und durch die aktuelle Corona-Pandemie ist es halt auch so, dass viele Klein- und Großunternehmen zu Open Source gewechselt sind, einfach weil sie auch kostengünstig ist. Genau. Zu den Umfragen gucken wir jetzt mal hier. Es waren insgesamt im Marktspiegel, das mir zur Verfügung gestellt wurde, 96 Partnerunternehmen, von denen allerdings nur 80 befragt worden sind. Per E-Mail wurden insgesamt 50 angefragt, wobei aber nur 5 die Umfrage durchgeführt hatten. Und telefonisch wurden insgesamt 30 Leute befragt, von denen 17 die Umfrage durchgeführt hatten und von denen auch 5 Absagen
auch direkt kamen. Genau, insgesamt bei den Umfragen jetzt bezogen auf die Anbieter und die Communities, 71% der Anbieter und 29% der Kunden der IT-Unternehmen haben die Umfrage eben durchgeführt. Genau. Wie viele Anbieter wurden angerufen bzw. angeschrieben? Also telefonisch waren das 31,25%, 52,08% wurden eben angeschrieben und die Software-Systeme, die eben keine Partnerunternehmen hatten, waren 16,67%. Genau. Der Durchlauf, also wie man in diesem Liniendiagramm auch erkennen kann, ist es anfangs sehr stark gestiegen in den ersten 2-3 Wochen, dass auch viele der Zielgruppen die Umfrage gestartet haben. Ab der 6. Woche kann man auch sehen, dass da halt auch nicht mehr so viel von den Unternehmen kam. Genau. So, den Anbietern und den Kunden wurden eben gefragt, ob die Software empfohlen wurde. Und hier sieht man auch, dass 22 Anbietern und 25 Kunden eben 14 Anbietern und 13 Kunden die Software nicht empfohlen wurde und lediglich 8 Anbietern und 12 Kunden eben die Software empfohlen wurde. Genau. Den Anbietern wurden gefragt, wieso denn die sich denn für die Software entschieden haben. Und jetzt kann man hier auch sehen, dass die meisten Antworten der Anbieter dieser Zielgruppe einfach auch die Anpassbarkeit und die Weiterempfehlung war. Genau, bei den Kunden war das halt auch eher am höchsten wirklich die Anpassbarkeit. Und bei den Communities waren das dann eben die geringen Kosten und auch die Anpassbarkeit. Den Anbietern und den Kunden wurde eben auch gefragt, ob andere Unternehmen bekannt sind, die ebenfalls mit Open-Source-Unternehmenssoftware arbeiten. Und da kann man auch sehen, dass alle 22 Anbieter, die die Umfrage durchgeführt haben, mit Ja geantwortet haben und wirklich auch 18 Kunden, die gesagt haben, ja, wir sind welche bekannt. Genau, den Anbietern und den Kunden wurden eben auch gefragt, ob sie neben der genutzten Software eben eines oder mehrere der Software-Systeme nutzen. Und da kann man auch sehen, dass das CRM und Projektmanagement bei den Anbietern wirklich oft genutzt wird und bei den Kunden eben ERP, CRM und Projektmanagement-Software. Die Ursache für die Verbreitung, das waren jetzt die Meinungen der drei verschiedenen Zielgruppen. Die Antworten waren eben Anpassbarkeit, Freiheit, Unabhängigkeit, die geringen Kosten, eben, dass es keine Lizenzkosten gibt, dass Open Source eben weniger fehleranfällig ist, Manipulation eindämmt, Support liefert und Vertrauen gegen Offenlegen und eben Flexibilität. Wie zufrieden sind die Zielgruppen denn mit der Open-Source-Unternehmenssoftware? Da sieht man eben auch, dass wirklich 19 Anbieter, 7 Kunden und 10 Community-Mitglieder sehr zufrieden sind mit der Software. Nur 3 Anbieter, 14 Kunden und 13 Community-Mitglieder zufrieden sind. Dann gab es eben 3 Kunden, die weniger zufrieden waren und 1 Kunden und 2 Community-Mitglieder, die wirklich gar nicht zufrieden waren mit der Software. Ja, den Unternehmen wurde eben auch gefragt, wie viele Installationen denn bezogen auf dieser Software durchgeführt wurden oder wie viele Kunden, Referenzkunden und User die dazu gewonnen haben. Und die geringste Anzahl an Installationen in einem Unternehmen war wirklich 3 und die war von der Nexity GmbH und die höchste Anzahl war wirklich um die über 15.000 von der Vienna Advantage. Und bezogen ist auf die Anzahl der gewonnenen Kunden, Referenzkunden oder User, konnte man hier sehen, eben, dass sowohl wenig
als auch viele Kunden und User dazu gewonnen wurden. Aber die höchste Anzahl an der Useranzahl war wirklich 3 Millionen. Das war auch von der Vienna Advantage. Und die niedrigste Useranzahl war wirklich 10. Und das war von der Cognovis GmbH. Ja, was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile einer Open-Source-Software? Das war, genau, das war jetzt auf die alle drei Zielgruppen bezogen. Und da kann man auch sehen, dass die Zielgruppen, Mehrzahl an Antworten einfach auch die Kosten, dass es kostengünstig ist und dass sie anpassungsfähig ist. Natürlich auch, dass es eine hohe Sicherheit bietet oder dass sie flexibel ist. Die Nachteile hier waren wirklich als Mehrzahl, dass es keinen garantierten Support liefert oder dass es einfach eine mangelnde Dokumentation gibt. Genau. Ja, dann wurden die 10 Gruppen gefragt, ob sie denn die Software weiterempfehlen würden. Und da kann man hier auch sehen, dass von den 22 durchgeführten Umfragen von den Anbietern jetzt bezogen, 21 wirklich gesagt haben, ja, ich würde es weiterempfehlen, 21 Kunden und 23 Community-Mitglieder. Und dass wirklich nur ein Anbieter, 4 Kunden und 2 Community-Mitglieder die Software überhaupt gar nicht weiterempfehlen würden. Genau. Das war, wie sind die Community-Mitglieder denn auf die Software aufmerksam geworden? Hier kann man eben auch sehen, dass 64% durch Internetrecherche, 4% durch eine Ausbildung, bisherige Projekte oder unbekannte Seiten und Foren auf die Software aufmerksam geworden sind. Ja, dann wurden 2 Experteninterviews durchgeführt. Genau, dann wurde den Experten eben gefragt, was dann deren Meinung nach die Verbreitung von Open Source ankurbelt. Und da kamen halt auch die Antworten, dass sie zuerst einfach kostengünstig ist und dass Open Source einfach die Wiederverwendung einer existierenden und getesteten Software einfach ermöglicht. Und dass Open Source und eben freie Software im Kern einfach schon dasselbe sind und dass eine Software, die zusammen mit einer Lizenz einfach auch zum Einsatzzweck passen sollte, weil und Unternehmen eben auch bewusst Open Source, aber auch wirklich bewusst freie Software einsetzen in Unternehmen. Zu der Steigung des Verbreitungsgrades teilten die Experten mit, dass sich viele Menschen auch einfach die Gedanken machen, über die eigenen Daten Gedanken machen, jetzt bezogen auf die Sicherheit zum Beispiel. Und dass viele Anwender auch Open Source wirklich unbewusst an einsetzen. Die meisten wissen wahrscheinlich auch gar nicht, dass sie Open Source nutzen, sei es jetzt zum Beispiel in Routern oder in einem Smartphone-Betriebssystem. Genau. Dem Verbreitungsgrad bei Großunternehmen, wie das eben einfach auch ansteigen kann. Da ist es einfach so, dass die Softwareentwicklung jetzt unter Einbeziehung von Open Source einfach auch der Stand der Technik ist. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum Großunternehmen heute mittlerweile einfach auch Open Source Software einsetzen. Was würde denn passieren, wenn Großkonzerne jetzt beispielsweise Google oder Microsoft Open Source Software nicht mal einsetzen würden? Naja, es ist so, man kann jetzt sagen, okay, wenn Microsoft aussteigt, kann es sein, dass es niemanden interessiert, weil Microsoft eher die Produkte eher verkauft und Google eben niemals aussteigen würde. Die Experten teilten auch mit, dass wenn es der Fall sein würde, dass die Unternehmen sozusagen auch manipuliert sein könnten und sagen würden, okay, die Unternehmen, diese Großgiganten, Software-Giganten nutzen das jetzt nicht, okay, warum soll ich das dann jetzt nutzen? Genau, und das Open-Source-Ökosystem könnte dann in dem Fall auch zu einem Hype kommen und die Experten teilten auch mit, dass es sein kann, dass Open-Source-Software dass es in den nächsten Jahren so weit sein wird, dass nur noch mit Open Source Software gearbeitet wird oder eben, dass nicht jeder mit Open Source arbeiten würde, weil sie dann lieber doch diesen Support
bekommen möchten oder einfach auch ein Office-Paket von Microsoft kaufen würden. Genau, die Evaluierung. War es so, dass die Ergebnisse der Literaturrecherche einfach auch gezeigt haben, dass Unternehmen Open-Source-Software aufgrund der Kosteneffizienz, der Freiheit oder der Zuverlässigkeit nutzen. Und wie gesagt, während der Corona-Pandemie haben auch viele kleine und mittelständige Unternehmen zu Open-Source-Software gewechselt, einfach weil sie auch kostengünstig sind. Die Auswertungen der Umfrage haben gezeigt, dass die Software meist nur durch Empfehlungen genutzt wurde und dass die meisten Unternehmen die Software aufgrund der geringen Kosten und der Anpassbarkeit nutzen, aber es auch so ist, dass die Zielgruppen mehrere Software-Systeme nutzen. Genau, und die Anzahl an Installationen und gewonnenen Kunden und User haben auch nochmal gezeigt, wie verbreitet Open Source Software denn eigentlich ist. Genau, privat wird es eben auch sehr stark verbreitet. Wie gesagt, die meisten Menschen wissen wahrscheinlich nicht mal, dass sie es nutzen. Genau, die Ergebnisse der Experteninterviews haben gezeigt, dass die Verbreitung von Open Source Unternehmenssoftware sehr, sehr viel mit den Open Source Lizenzen auch einfach zu tun hat. Dass eine Software, die jetzt genutzt werden sollte, mit der Lizenz zum Einsatzzweck passt. Genau. Zusammenfassend aber kann auf jeden Fall gesagt werden, dass jetzt laut den Experten Open Source sich auf jeden Fall weiter ausbreiten wird, und anhand der Auswertungen der Umfragen wurde auch gezeigt, dass nicht nur IT-Unternehmen, sondern auch wirklich Unternehmen in den Branchen mit Banken, Versicherungen mit Open Source Unternehmenssoftware arbeiten. Genau, wie relevant sind denn die Arbeitsergebnisse jetzt für die Forscher oder für die Praxis jetzt einfach? Ja, anhand der Arbeitsergebnisse können Forscher eben die Vorteile der Open Source Software nutzen. Gerade jetzt für Gesundheitsforscher sollte es interessant sein, da die Open Source App nun eine Open Source Software ist, und in der Praxis kann man eben sagen, dass es ist ja mittlerweile so, dass viele Unternehmen einfach konkurrieren, und das bedeutet, dass sozusagen jeder immer die neueste Innovation von Systemen haben möchte, und bei der Nutzung von Open Source Software läuft es eben auf das Gleiche auch irgendwo hinaus, da nach Einsicht sozusagen dieser Ergebnisse würden sich mehr Menschen eben mit Open Source Software befassen, da die Experten eben auch, sag mal, prognostiziert haben, dass Open Source Software sich wirklich sehr weit auch verbreiten wird. Genau, privat, wie gesagt, wenn die Unternehmen sehen, okay, ist verbreitet, warum denn nicht auch im Privatleben nutzen? Und ich glaube, da wird man auch irgendwie auch merken, dass die Menschen werden dann auch merken, okay, wo ist denn Open Source eigentlich drinne? Ich wusste gar nicht, dass Open Source in den Routern drinne ist oder in meinem Smartphone vielleicht auch. Ich glaube, das wird denen dann auch schon etwas mehr bewusst. Und wie ich auch gerade gesagt hatte, kann es sein, dass viele Unternehmen oder auch Großunternehmen Open Source Software-Anwendungen auch nicht mehr nutzen würden, wenn sie merken, okay, Software-Giganten wie Google oder Microsoft nutzen keine Open Source Software mehr. Und da, wie gesagt, können die Unternehmen sich auch schon manipulieren lassen davon. Genau. Aber zusammenfassend kann auf jeden Fall gesagt werden, dass die Literaturrecherche dazu geführt hat, zu zeigen, inwieweit sich Open Source dann überhaupt bereits verbreitet hat und auch voraussichtlich verbreiten wird, jetzt auch in Bezug auf die Corona-Situation. Die Literaturrecherche und die Experteninterviews bestätigen auch die Zunahme dieser Verbreitung, und die Ergebnisse der Umfragen haben meiner Meinung nach auch das Ziel dieser Arbeit erfüllt, und die Auswertungen der Umfragen haben auch wiederum gezeigt, inwieweit sich die Software-Systeme jetzt innerhalb der Zielgruppen auch verbreiten hat. Genau, die Ergebnisse der Experteninterviews haben auch bestätigt, dass sich Open-Source-Software weiter verbreiten wird und auch zukünftig verbreiten wird, aber
Genau, im Ausblick kann man eben auch sagen, dass die Ergebnisse, die Verbreitung von Open Source jetzt mit Fokus auf die 6 Open Source Software Systeme bestätigen und die Verbreitung von Open Source in Unternehmen und auch privat, dass sie sehr, privat auch sehr stark verbreitet ist, haben die Auswertungen der Umfragen und der Experteninterviews gezeigt. Genau, was auch gut ist, da ist, dass die Literaturrecherche gezeigt hat, dass viele Entwicklergruppen und die auch die Community sich eben zusammenschließen und gemeinsam nach dem Problem suchen und diese auch gemeinsam meistern. Aber man sollte auf jeden Fall mehr Informationen jetzt in Bezug auf die Verbreitung der unterschiedlichen Software-Systeme, also auf die einzelnen Software-Systeme einfach auch mehr im Netz einfügen, sage ich mal, weil man konnte da wirklich kaum was finden und das ist halt auch schon ein bisschen schade. Aber ja, haben Sie denn noch Fragen? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Resan, für deinen Talk. Für diejenigen, die im Stream sind, ihr könnt gerne in den Big Blue Button kommen, indem ihr unter eurem Stream auf die Videokonferenz klickt und dort eure Fragen stellt. Gibt es von den Anwesenden, die schon im BBB sind, Fragen? Okay, dann habe ich eine Frage. Du hattest eben eine Folie gezeigt, wo es um die Zufriedenheit der Software geht. Woran liegt das, dass es so eine hohe Zufriedenheit mit der Software gibt? Warten Sie also kurz. Meinst Verbindung, du ja, hier? genau richtig. Also warum gibt es diese hohe Zufriedenheit von Also, der Software? wie gesagt, es wurde ja ein Fragebogen erstellt für Anbieter, die Kunden und der Community. Und jetzt bezogen auf einzelne Software-Systeme wurden die Zielgruppen eben gefragt, ob sie denn zufrieden sind mit der genutzten Software momentan. Und das waren die Antworten von denen. Deswegen, ich hoffe, hat das deine Frage irgendwie beantworten können? Oder? Nein, mir ging es darum, ob du dir Gedanken darüber gemacht hast, was dahinter steckt. Also warum es diese hohe Zufriedenheit gibt. So, ja, also meine Gedanken, also wenn du mich nach meiner Meinung fragst, dann würde ich einfach auch sagen, jetzt unabhängig, es kommt halt darauf an, wie was für eine Software das ist. Also wenn es diese, ich sage jetzt mal, veralteten Systeme sind, dann würde ich auch eher sagen, nee, ich bin nicht zufrieden. Aber wenn es wirklich diese Systeme sind, die mir wirklich was bringen, auch in Unternehmen, jetzt in Bezug jetzt auf Kundenkommunikation oder auf die Kosteneffizienz, der Flexibilität, dieser Freiheit, die eine Software bietet, dann verstehe ich ja auch die Zielgruppen auf jeden Fall, die sehr zufrieden oder auch zufrieden sind mit dieser Software. Alles klar, danke. Der Said hat mir schon direkt meine nächste Frage geschrieben im Chat, das finde ich sehr gut. Die lautet, kann man aus den geringen Zahlen von TeilnehmerInnen seriöse Ergebnisse ableiten? Ja und nein. Also diese Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil man das so genau jetzt nicht sagen kann. Also jetzt auf die Experteninterviews wird es bezogen, auf jeden Fall. Aber wenn das jetzt auf die Umfragen bezogen sind, dann kann ich das jetzt auch nicht wirklich beantworten, weil viele Zielgruppen auch einfach, ja, also man kann es auf jeden Fall, die sind seriös, ja, aber wenn es jetzt mehrere gewesen wären oder halt einfach auch mehrere größere Unternehmen, dann hätte ich die Frage auf jeden Fall mit ja beantworten können, aber da sind halt auch viele kleine und mittelständische Unternehmen auch mit drin gewesen, deswegen, wie gesagt, kann ich die Frage so jetzt nicht direkt mit Ja oder mit Nein beantworten. Alles klar, danke. Gibt es noch weitere Fragen?
Ich kann auch gerne die Stummschaltung aufheben, dann könnt ihr auch gerne eure Fragen per Stimme stellen. Im Chat tippt noch einer. Die Frage würde ich gerne als nächstes nehmen. Ansonsten, genau, Robert schreibt, ich bin überrascht, dass der Vendor-Login so wenig wichtig eingeschätzt wird. Comments on that? Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe das jetzt gerade nicht verstanden. Der Mensch Robert mal schreibt im Chat, ich bin überrascht, dass der Vendor-Login so wenig wichtig eingeschätzt wird. Comments on that? Also ich möchte einfach einen Kommentar von dir haben, warum der Vendor-Login so wenig, so unwichtig im Endeffekt eingeschätzt wird. Also ich denke mal nicht, dass der jetzt gering eingeschätzt wird, aber die Zielgruppen haben das jetzt auch nicht wirklich als Nachteil oder als Vorteil irgendwie gesetzt oder sind überhaupt gar nicht darauf auch eingegangen. Deswegen habe ich es auch nicht benötigt gesehen, irgendwie darauf einzugehen. Es geht um die Wichtigkeit, also warum es so wenig wichtig eingeschätzt ist. Tut mir leid, die Frage kann ich leider nicht beantworten. Alles klar. Dann habe ich noch eine Frage. Warum hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt? Also was fandest du interessant daran? Also ich hatte ja schon die Möglichkeit, mich mit ERP und CRM-Systemen so als beruflich auch ein bisschen auseinanderzusetzen. Genau, und das Thema so war einfach auch interessant, weil ich auch einfach wissen wollte, okay, wie sehr ist das denn eigentlich jetzt nicht nur jetzt in Deutschland, sondern zum Beispiel jetzt auch in Frankreich oder in Italien verbreitet? Und gibt es denn diese Möglichkeit, dass es in Zukunft wirklich nur noch mit Open Source Software dass eben nur noch Open-Source-Software genutzt wird. Und das war halt auch interessant, irgendwo rauszufinden. Das war auch deswegen auch interessant, mit den Experten da auch darüber zu sprechen. Und da kamen auch wirklich auch sehr unterschiedliche Meinungen daraus. Fand ich echt interessant. Und